herzlich willkommen auf dem besten Kanal auf YouTube, Traveling Fat. Also Leute, wir sind hier irgendwo am Wasser. Wir wissen nicht genau wo, wir sind auf jeden Fall in Perth. Da ist eine schöne Brücke hinter uns, ein paar schöne Sachen. Vor allem diese wunderschönen Hochhäuser. Ja, und wir genießen gerade die Sonne, obwohl es eigentlich echt fucking kalt ist. Heute früh hat es 5 Grad. In der Garage schlafen hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und da fahren sie schon Jetski, ja? Nice. Where? Oh! Voll der Fail! Ah, so geil! Ja, Leute, ich bin hier unterwegs mit Konsti und Markus. Ich bin der David. Nein, du bist ja David. Und wir haben jetzt waren gerade bei den Banken und natürlich hatte keine Bank unsere Bankkarte fertig. Und natürlich habe ich mal wieder nirgendwo Geld abholen können und ich bin dann eigentlich echt zack und eine E-Mail haben die mir auch nicht geschrieben und ja, Stadt in Australien, so McDonald's und Hungry Jack's hat auch keine Jobs gerade zu vermitteln, weil ich mich da auch beworben habe. Und dann merke ich, ist das so, ich will unbedingt jetzt arbeiten gehen und ja, jetzt drucke ich nochmal die CVs aus und dann geht's halt Klinken putzen. Ja, und mal gucken, was wir heute noch so machen, oder? Bei Hungry Jack's. Ja. Lassen gehen. Ihrer zukünftigen Arbeitsstelle. Nee, ich habe da eine Ablehnung bekommen. Ja, okay. So, wir wollen dich nicht da. Und Leute, ich habe nur $10, ich kann nicht bei Hungry Jack's essen gehen. Ich bin pleite. Ja, die Diät fängt an, Leute. Ah ja, stimmt. Ja, ich habe jetzt noch mit einem Kumpel eine... Scheiße, das stimmt, das fängt heute auch noch an. Oh, kacke. 3 Monate, 15 Kilo abnehmen. Ja, das wird was. Scheiße, ich glaube, das klappt nicht. Ja, wir sehen uns später wieder. Bis. Ja, hallo zusammen. Ich habe gestern leider nichts mehr gefilmt und das Video auch gar nicht beendet. Deswegen hänge ich den Tag heute einfach mit dran. Ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein kurzes Update, was so passiert ist, weil... Gestern ist halt eigentlich gar nichts mehr passiert. Aber heute Morgen hat die liebe Tess aus den Niederlanden, die Krankenschwester, erstmal auf meine Wunden geguckt. Hat auch gesagt so, boah Julia, geh ins Krankenhaus, weil das sieht nicht so gut aus. Und da ist bestimmt irgendwie eine bakterielle Infektion oder so drin. Ja, und dann bin ich anstatt halt zum Jobshop-Laden zu gehen, direkt dann ins Krankenhaus. Und Chris, der Manager, hat mich extra hingefahren und dann bin ich dahin und... wurde auch sofort drangenommen. Ja, und wurde jetzt erstmal mit 2 Antibiotikum-Packungen vollgestopft. Das heißt, in den nächsten 7 Tagen muss ich täglich 6 Tabletten nehmen. Weil die auch wohl sagen, das ist halt eine bakterielle Hautinfektion oder sowas. Und die greift sofort halt weiter. Deswegen auch, ich habe ja auch überall hier irgendwie auch was im Face drin und so. Ja, das war so krass, scheiße. Und dann musste ich ja auch noch zur Pharmacie und dachte, oh Gott, wenn jetzt meine Karten nicht funktionieren, ich glaube, dann stehe ich hier wirklich und fange an zu heulen. Gott sei Dank funktionierte dann die Visa-Postbankkarte und morgen müsste ja auch meine australische Bankkarte da sein mit dem Geld dann auch. Und ich hoffe, dass ich dann endlich dran kann, weil ich kriege die Krise, weil Numbers 26, die melden sich halt überhaupt nicht. Von denen habe ich nicht einmal eine Rückmeldung bekommen. Ich habe den Freitag eine E-Mail geschrieben. Ich habe den jetzt heute nochmal eine E-Mail geschrieben. Weil, stellt euch mal vor, ich hätte jetzt keine andere Kreditkarte mit gehabt, sondern nur die eine. Ich hätte seit einer Woche gesessen und ich hätte am Daumen lutschen können. So, klar, tut mir das vielleicht nicht so schlecht, wenn ich halt nicht so viel Geld habe zum Ausgeben und zum Essen kaufen und so. Aber ich kann ja auch nicht komplett einfach nichts essen. Es ist auch wieder gesundheitlich nicht so gut und schädlich. Ja. Was noch so ist, ich sitze seit gestern 3 Uhr dabei, ein Video hochzuladen auf YouTube hier mit Wi-Fi. Ich habe das die komplette Nacht laden lassen und das ist, ich zeige euch das jetzt gerade mal, bei 47%. Und das ist jetzt seit 24 Stunden, ist das jetzt am Hochladen. Und meine Kamera spinnt auch irgendwie total. So. Also das ist jetzt seit über 24 Stunden am Hochladen und ich habe keine Ahnung, warum das so unwahrscheinlich lange braucht. I don't know, wirklich. Ja, ich halte auf jeden Fall durch, lasse das Ding laufen und hoffe, dass das jetzt mal langsam hochlädt, weil es war auch schon wieder ewig nichts da, aber ich muss jetzt auch mal gucken, dass ich halt so mal die Füße ein bisschen still halte und nicht so viel tue, weil, damit das endlich mal besser wird. So, weil das habe ich jetzt auch schon seit
dreieinhalb Wochen oder so. Und allmählich ist das echt richtig nervig so. Ja, ansonsten kann ich euch mal kurz das Zimmer zeigen hier. Das ist eigentlich richtig cool, ist komplett halt so anstatt Tapeten ummantelt mit halt Postern. Ist halt richtig cool. Und das ist hier mein Bett, das höchste Einzelbett. Kann ich immer ganz viel da drunter schmeißen. Und ja, ich fühle mich hier richtig wohl. Und wenn ich wieder an mein Bargeld komme, dann werde ich hier, glaube ich, auch noch meine Nacht verlängern. Ja, und falls ich heute irgendwie noch was filmen kann, dann werdet ihr das hier gleich sehen. Ich hoffe, dass heute noch vielleicht filme ich noch ein bisschen im Hostel, mal gucken, keine Ahnung. Vielleicht kann ich noch Bob filmen. Bob aus den Niederlanden, der nur eine Stunde circa von mir entfernt wohnt. Ist auch total cool. Hat auch eine super hübsche Freundin. Also die beiden zusammen sehen super hübsch aus. Es gibt so Paare, wenn man die auf der Straße sieht, wo man denkt so, scheiße, Gott hat denen aber wirklich alle Gene auf einmal gegeben. Und man denkt so, ein bisschen hätte ich davon ja auch abhaben können. So sehen die beiden zusammen aus. Also richtig krass. Ja, und ja, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal gleich was zu essen machen, werde danach wieder Tabletten nehmen und dann wird das, glaube ich, so den Tag über weiterlaufen. Also dann vielleicht bis später. Thank you.